Ja, hallo und herzlich willkommen. Nach einer längeren Zeit gibt's mal wieder ein Wrestler-Profil. Und heute machen wir Sawyer Fulton. Ja, ein Wrestler, der mittlerweile nicht mehr in der WWE ist. Trotzdem gibt's ihn hier im Spiel und natürlich mache ich über ihn auch ein Wrestler-Profil. Wie gesagt, soll es wieder ein bisschen regelmäßiger kommen. Wir haben ja noch einige Wrestler-Profile, die wir noch machen müssen, oder die ich noch machen will. Muss man ja sagen, ist ja eine freiwillige Sache. Und ja. Wie schon gesagt, ich habe überlegt, ich kann nicht mal so viel sagen, für 2K19 werde ich mal vielleicht mal ein Update raushauen, wo ich nochmal wieder über die, zum Beispiel 2K16, 2K17 und vielleicht auch über die 2K18 Charaktere quasi ein kleines Update mache, weil ja natürlich in der Zeit, wo ich das Profil gemacht habe, zu jetzt natürlich sich was geändert hat, muss man ja sagen. Und von daher, so ein kleines Update ist ja nicht schlecht. Natürlich nicht zu jedem Wrestler, es gibt ja zu Wrestlern, wo halt nichts Neues passiert ist, dann wird auch natürlich nichts mehr kommen. Ich sage jetzt mal, beispielsweise Eddie Guerrero werde ich jetzt zum Beispiel nicht nochmal machen. Ne? Nur mal so als Beispiel. Aber kommen wir zu Sawyer Fulton, aka Jacob Southwick. Am 2. April 1990 ist er geboren. Er ist 28 Jahre alt, kommt aus Toledo, Ohio, ist 2,5 Meter groß. Das sieht man hier an der Größe hier. Genau. Im September 2012 unterschrieb er bei der WWE einen Entwicklungsvertrag. Er wurde dann bei NXT als Jobber eingesetzt und war ab und an in einem Tag Team mit Angelo Dawkins am Start. Aber wie ihr schon mitbekommen habt, er wurde eigentlich da verjobbt, also er hat keine große Rolle da in dem Sinne gespielt, also sehr unbedeutend in dem Sinne. Musste sich halt für andere Tag Teams sich hinlegen. Genau. Dann im Oktober 2016, war er dann Teil von Sanity, also er hat ja vorher schon mit Alexander Wolf geteamt und dann wurde irgendwann halt mit dem Stable Sanity gegründet und war halt einer der Gründungsmitglieder, zusammen natürlich mit Alexander Wolf, den man ja auch kennt, aka Axel Tischer, zu dem habe ich auch schon ein Wrestler-Profil gemacht, Eric Young und Nikki Cross. Mittlerweile besteht ja Sanity aus Eric Young, Alexander Wolf, Nikki Cross und Killian Dane. Also hat schon ein bisschen was getan. Genau. Er war auch im Dusty Rhodes Tag Team Classic mit Alexander Wolf. Aber haben zwar die erste Runde gewonnen, aber sind später gegen Kota Ibushi und TJ Perkins rausgeflogen. Genau. Ich muss mal gerade gucken, was sein Signature ist. Till World Strongest Splash. So eine Aktion aus dem Boden. Also. War jetzt blöd von mir. Also ihr wisst vielleicht, wie ich es gemeint hatte. Also. So, dann zeigen wir direkt mal seinen Finisher. Damit wir ihn auch gesehen haben. Auch wenn ich natürlich nicht hundertprozentig sagen kann, ob es halt wirklich sein Finisher ist. Ja, wie gesagt, er war dann im Tag Team Classic, ist dann in der zweiten Runde an Kota Ibushi und TJ Perkins gescheitert. Danach hatte sich Sawyer Fulton verletzt und war dann aus dem Stable raus und wurde dann ein Jahr später von der WWE entlassen und ist seitdem in der Indie-Szene aktiv. Er wurde auch mehr oder weniger aus Sanity auch rausgeworfen, kann man sagen. Also er war halt dann in dem Sinne raus und wurde dann einfach durch Killian Dane ersetzt. Also es ist eigentlich so übergangsmäßig passiert, ohne jetzt irgendwie große Ankündigung oder so. Es ist einfach passiert in dem Sinne. So, das Besondere, was man zu ihm sagen kann, ist natürlich, dass er Gründungsmitglied von Sanity ist. Und Titel, die er gewonnen hat, ist einmal ASWA Heavyweight Champion. Ja, mehr kann ich zu Sawyer Fulton nicht sagen. Also, merkt schon am Theme, dass es so ein bisschen an Sanity geprägt ist. Klar. Ja, ich kann nicht so viel zu ihm sagen, weil, wie gesagt, er war kaum da, muss man sagen. Also wie gesagt, er war im Oktober da, hat sich dann relativ schnell verletzt nach der Destiny Rhodes Tag Team Classic. Also von daher macht es für mich keinen Sinn, jetzt ihn zu bewerten großartig, zu sagen, ja gut, da ist er gut, da ist er schlecht, da muss er sich verbessern, so bewerte ich den und so weiter. Das kann ich sehr, sehr schwer sagen. Ihr könnt mir natürlich gerne in den Kommentaren schreiben, wie er sich in den Indies schlägt, ob er da überhaupt eine große Rolle spielt. Also ich habe jetzt nicht wie vorhin gehört, dass er jetzt irgendwie groß bei New Japan ist oder jetzt irgendwo große Titel gewonnen hat in den anderen Ligen. Das habe ich jetzt so persönlich nicht mitbekommen. Vielleicht wisst ihr es besser, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Ist diesmal ein relativ kurzes Profil. In der nächsten Folge wird ein bisschen mehr besprochen zum nächsten Wrestler, den wir ansprechen.
den, denke ich mal, die meisten Leute auf jeden Fall was sagen werden. Könnt ihr schon vielleicht mal tippen, wer es sein wird. Ich sag's mal nicht, aber ich sage mal, die meisten kennen ihn. Wie gesagt, so Sawyer Fulton kann ich nicht viel sagen. Ich hätte ihn vielleicht in mehr Matches gesehen. Vielleicht wäre ein guter Charakter für Sanity gewesen. Vielleicht aber auch nicht. Wie gesagt, es ist halt sehr schwer zu beurteilen für mich. Weil wie gesagt, er war ganz kurz da. Ich habe seine Indie-Zeit nicht verfolgt. Muss ich so viel sagen. Und von daher lasse ich natürlich hier ganz klar eine Bewertung raus. Also ich kann ja mal gucken, wie auch sonst bewertet wurde. Also ich sehe schon, zum Beispiel, ich habe jetzt bei Cage Match mal geguckt. Wirklich positiv ist er nicht. Er hat momentan den Namen Madman Fulton. Ich kann ja mal gerade. Also er hat auch. Also ich, bei Cage Match sieht man normalerweise auch Match Guards, hat er gar nichts drin. Also so eine große Rolle spielt er an sich nicht. So wie ich das verstehe. War halt wie gesagt Champion in dem Sinne, wie ich ja schon gesagt habe, aber sonst hat er nichts Großes erreicht. Aber mal sehen, vielleicht wird noch was mit ihm. Er ist ja noch relativ jung, 28 Jahre alt. Also es kann noch was mit ihm werden. Gut, ich würde mal sagen, schreibt auch mal in die Kommentare, was haltet ihr von Sawyer Fulton? Kommt er vielleicht auch zu WWE zurück? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben und ich würde mal sagen, wir hören uns dann beim nächsten Wrestler-Profil. Bis dann, haut rein und ciao.